es natürlich ganz schwer, da die innere Spannung aufrechtzuerhalten, dann volle Leistung zu bringen. Das ging ja gestern Abend bis fast 10 Uhr deutscher Zeit. 2 Stunden und 47 Minuten haben die beiden gestern gespielt. Aber heute, da war klar, sie würden um 2 angesetzt werden. Das ist Richard Kaufmann, der Schiedsrichter. Und so haben sie ihren ganzen Tagesablauf exakt auf diese Anfangszeit abstimmen können, auf das Warmspielen. Time. Da sehen Sie nochmal den Himmel über der Anlage von Wimbledon. Sieht also nicht schlecht aus, sodass wir hoffen, dass dieses Halbfinale jetzt zu Ende gespielt werden kann. Die Frage wird sein, ob sich beide gedanklich von dem, was gestern war, haben lösen können. Ivan Lendl, der für seine Verhältnisse sehr schwach aufschlug. Boris Becker, der mit Doppelfehlern nachzog, die beiden Trainer, Tony Roach rechts und links oben Bob Brett, werden ihren beiden Schützlingen sicher noch einiges geraten haben, denn man kann ja nach dem, was man gestern gesehen hat, Schlüsse ziehen. Lendl tat sich schwer mit Returns von Becker, die vor die Füße gespielt wurden. Boris Becker hatte erstmals in diesem Wettbewerb Probleme mit dem Aufschlag. So, vierter Satz. Es geht weiter mit Aufschlag Boris Becker. Zum ersten Mal zu hören, das akustische Signal der Aufschlagüberwachung des magischen Auges. Das war ja gestern Abend ausgestellt. Game back. 1:0-Führung für Boris Becker. Es gab nur einen Punkt bei seinem Aufschlagspiel ab, als er stürzte beim ersten Ballwechsel. Es ist natürlich für Lendl schwer, einen Mann von der Körpergröße Beckers zu passieren. 1,90 Meter groß, 88 Kilo schwer, sagt er selbst. 5 Kilo schwerer übrigens als bei seinem ersten Wimbledon-Sieg. Und da muss man mit vollem Risiko retournieren, um Boris Becker passieren zu können. Das hat Ivan Lendl gestern auch schon versucht und Becker im Moment sofort nach seinem ersten Aufschlag ans Netz.
macht es für Lendl sehr viel schwerer, der auch jetzt wieder, ähnlich wie gestern, sofort auf den Platz geht, die Pause nicht voll aufschnutzt, während Boris Becker sich das Ganze von draußen sehr ruhig anschaut. Der Schiedsrichter lässt die Stoppuhr mitlaufen nach 60 Sekunden. Erfolgt sein Aufruf. Weitere 30 Sekunden später muss das Spiel fortgesetzt werden. Sie haben es gehört, jetzt hätte er Becker theoretisch noch 30 Sekunden Zeit. Dann Aufschlag, Ivan Lendl, 1:0 Führung, vierter Satz, 2:1 Führung in den Sätzen für Boris Becker. Beim ersten Mal war er schon ganz gut zu hören. Jetzt hat sich sogar die Stimme überschlagen. Also alle Mann haben es mitgekriegt. Aufschlagfehler von Ivan Lendl. Quiet, please. Vielleicht saß ja auch nur die Krawatte ein bisschen zu eng. Ein toller Reflex von Boris Becker, der einfach stehen blieb, als Ivan Lendl den Flugball unterschätzte. Der war eigentlich schon tot. 30 beide, nur hingehalten, abgeblockt, den Schwung von Lendls Flugball mitgenommen. Da kann einem normalerweise der Schläger schon fast aus der Hand fliegen. Der ist zu gut. 40-30 für Lendl. 40-30. Ivan Lendl nach jedem ersten Aufschlag sofort am Netz. Wird wohl seinen Schläger wechseln. Ich schätze, dass er da in der Tasche so ein gutes Dutzend hat. Bei dem Fünfsatzmatch gegen Woodford hat er 6-7 Schläger hier benutzt. Alle aufs Gramm gleich schwer, dieselbe Bespannungshärte. Er vergleicht gar nicht, was manche ja tun. Sie nehmen sich 2-3 Schläger raus, hören sich den Klang der Saiten an. Lendl vertraut da wohl seinem Servicemann blind. Schlägerwechsel, 1-2, zweiter Satz, vierter Satz Aufschlag, Boris Becker.
15 love. Das siebte Ass in diesem Spiel. Und da es über fast alle Statistiken gibt, das 71. bei diesem Wimbledon-Turnier in diesem Jahr. Ein fabelhafter Rückhandflugball, der aber nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass Becker seinen Aufschlagrhythmus noch nicht gefunden hat. Nur ein einziger erster Aufschlag kam, das war das Ass zum 15:0. Ansonsten rettet er sich vor allem mit seinem guten zweiten Aufschlag, den er mit sehr viel Kick spielt, der hoch wegspringt, Lendl das Retournieren schwer macht. Der Tschechoslowake steht ja oft 4-5 Meter hinter der Grundlinie, um den Aufschlag Beckers überhaupt retournieren zu können. Kann man es noch mal gut erkennen, wie er im letzten Augenblick so das Handgelenk mit abdreht, der Ball sehr hoch wegspringt. Und dann ein ganz kluger Ball. Der beste, der sicherste überhaupt in dieser Situation. Zwei zu eins Führung also für Boris Becker. 10-mal haben die beiden bisher gegeneinander gespielt. Die Bilanz negativ für Becker. 7 Siege Lendl, 3 Siege für den Deutschen, aber der wichtigste und der einzige übrigens auf Gras, das war 86, der Wimbledon-Sieg, als Becker Lendl glatt in 3 Sätzen besiegen konnte. Die Bitte an die 14.500 Zuschauer auf dem ausverkauften Center Court um etwas Ruhe. Sichtverhältnisse haben sich geändert, Sie sehen es, die Sonne ist weg.
vielleicht für Sie zu Hause auch jetzt besser zu erkennen, dann der erste Aufschlag. Das ist der Return, den Lendler meistens fürchtet. Beckers diagonal gespielte Rückhand, abgeblockt. Man ist ja nach dem Aufschlag in einer anderen Bewegung, nämlich zur Platzmitte hin. Und wenn man dann so gegen den Lauf erwischt wird, hat man keine Chance. Links der Oberschiedsrichter Ian Mills. Blick zum Himmel. Im Moment sieht es noch ganz ordentlich aus. Ausgespielt und damit erster Breakpunkt. Boris Becker mit einem kurzen Ball sofort nachgesetzt, hat er auch am Netz zugemacht. Erster Breakpunkt im vierten Satz. Etwas unsicher, der Flugball nur so geschoben aus dem Handgelenk. Etwas mehr Ruhe. Lendl stand da vorne, fast ausplatziert am Netz. Einstand. It changes every minute, sagen die Engländer. Das Wetter wechselt hier von Minute zu Minute. Im Moment droht Regen. Ball war aus. Eine Breakchance hatte der Deutsche. Wer weiß, ob er eine solche Möglichkeit gegen Ivan Lendl nochmal bekommt. Zwei beide und jetzt wird das Spiel abgebrochen wegen des Regens. Sie müssen jetzt ganz schnell den Platz zumachen, weil wenn der Rasen zu viel Regen abbekommt, dann wird Steffi Graf, als sie gesagt hat, meine Halbfinalgegnerin Chris Evert, war im dritten Satz so gut kann Steffi Graf überhaupt nicht sein. Aber die Weltranglistenerste aus Brühl hat so souverän gespielt. Ich glaube, das war mehr eine Schutzbehauptung. Sie wollte sich selbst Mut machen, Martina Navratilova, die ja gestern im Mix dann ausgestiegen ist mit ihrem Partner Emilio Sanchez, nachdem sie den ersten Satz verloren hatte und es 4-4 stand, weil es ihr zu dunkel war und weil ihr vor allem das heutige Endspiel zu wichtig war. Emilio Sanchez wird sich sicherlich nicht besonders gefreut haben.
So, einschlagen. Fangen normalerweise sehr ruhig an, die beiden. Auch beim Aufschlag sieht man dann eine deutliche Steigerung, wenn sie zum Schluss dieser Einschlagzeit noch einmal ein paar Aufschläge spielen. Zunächst der Versuch, dann immer erstmal zu platzieren. Dann werden die Schläge immer länger, etwas härter, damit man den Rhythmus, das Gefühl wiederfindet. Die gefürchtete Vorhand von Ivan Lendl mit der, glaube ich, außer bei Returns vielleicht nur 3 oder 4 direkte Punkte gemacht hat bisher. Diesmal Boris Becker zuerst am Netz. Ich glaube, es war beim Masters, als die beiden sich einschlugen, wo Lendl so lange am Netz stand und sich über Kopf zuspielen ließ, dass Becker gar nicht mehr dazu kam, Volleys zu probieren. Das gehört alles mit zu den taktischen Spielereien, den Gegner etwas zu verunsichern. Richard Kaufmann, der Profi-Schiedsrichter aus den Staaten. Jetzt über Kopfbälle. Boris Becker hatte im Verlauf dieses Wimbledon-Turniers ja noch keine kritische Phase zu überstehen. Manche meinen, vielleicht wäre es gut gewesen, er hätte in den ersten Runden vielleicht mal einen Satz mehr spielen müssen. Denn gegen einen so routinierten Mann wie Ivan Lendl wird es natürlich ganz schwer, wenn man dann mal in Bedrängnis kommt, so wie gestern. Steffi Graf sagt ja oft dasselbe, sie wünschte sich manchmal etwas engere Spiele, damit man erst im Finale zum Beispiel gegen eine Martina Navratilova Probleme bekommt. Steffi Graf hat übrigens heute noch mit dem Australier Mark Woodforde trainiert. Der Ivan Lendl so viel abverlangte, einen Matchball gegen den Tschechoslowaken hatte. Er ist Linkshänder, genauso wie Martina Navratilova. So sucht man sich halt die Gegner aus, um sich optimal vorzubereiten. Noch 2 Minuten. Ivan Lendl mit einer Oberschenkelbandage, für die, die sich möglicherweise jetzt etwas später zugeschaltet haben, denn ausgedruckt ist da jetzt in wenigen Minuten das Endspiel der Damen zwischen Steffi Graf und Martina Navratilova. Die Begegnung, die gestern aufgenommen wurde. Boris Becker gewann die ersten beiden Sätze mit 6-4, 6-3. Dann Ivan Lendl den dritten im Tiebreak, wehrte 3 Matchbälle von Becker ab. Jetzt der 4. Satz. Beim Stande von 2-2 nach gut 20 Minuten musste unterbrochen werden wegen der Regenfälle. Jetzt noch knapp 1 Minute, dann geht es weiter mit Aufschlag von Boris Becker. Eine der englischen Leidenschaften ist ja das Wetten. Und hier gibt es eine Doppelwette, mit der man nicht sonderlich reich werden kann, nämlich dass die Wimbledon-Sieger im Einzel und bei den Damen und bei den Herren jeweils aus Deutschland kommen. So hoch sind die beiden favorisiert. Aber der Favoritenrolle gerecht geworden ist Boris Becker jetzt im 3. und im 4. Satz. Noch nicht so sehr. Es gab sogar eine Dreifachwette, nämlich dass Deutschland Fußball-Europameister wurde und die beiden eben. Das eine ist nichts geworden. Sie sehen jetzt hier, wie die beide immer härter aufschlagen. Zunächst vorsichtig anfangen, mal schauen, dass die Bewegung stimmt, der Aufschlagrhythmus, wie man dann immer härter schlägt, um wieder das Gefühl für den harten ersten Aufschlag zu bekommen,
aber auch um die Muskeln nochmal richtig aufzuwärmen. So. Ende des Einschlagens. Das mit anderen Bällen erfolgt übrigens. Und dann geht es gleich weiter mit Aufschlag. Boris Becker. 2-2, vierter Satz, 2-1 Sätze für den Deutschen. Unterbrechung hat jetzt genau 35 Minuten gedauert. Applaus für beide. Die 14.500 Zuschauer, unter ihnen der Herzog und die Herzogin von Kent und der Chairman des Vereins, erwarten jetzt natürlich Tennis in Perfektion. Wollen wir sehen, ob die beiden das zeigen können. Erst genau auf der Mittellinie, 30-0 für Boris Becker. Also die Unterbrechung scheint ihm offensichtlich gut getan zu haben, das neunte Ass. 1-0 Spiel, das letzte gab es im ersten Aufschlagspiel Beckers im dritten Satz. Und er hat offensichtlich sehr schnell, sehr gut wieder zu seinem Aufschlagrhythmus gefunden. Aber der Regen, it changes every minute. Strahlender Sonnenschein, Spielgegner von Stefan Edberg sein wird. Gestern Abend, 18.35 Uhr deutscher Zeit, begann es. Dann wurde nach dem Einschlagen schon unterbrochen. Dann so gegen 7:15 wieder aufgenommen. Dann kurz vor 22 Uhr wegen Dunkelheit unterbrochen. Nach drei Sätzen. Der nächste Versuch, vierter Satz, heute Mittag, bis 2-2, also konnten 4 Spiele absolviert werden. Die nächste Unterbrechung, der vierte Versuch, ein Spiel Becker zum 3-2 im vierten Satz. Das ist also der Stand momentan. 6-4, 6-3 die ersten beiden Sätze für Becker. 7-6 der dritte Satz für Ivan Nendl, der 3 Matchbälle abwehrte. Jetzt 3-2 für den Deutschen. Im Moment Sonne, hohe Luftfeuchtigkeit, schwüle Wärme da unten. Und noch einmal ein Blick zum Londoner Himmel. Und wir hoffen, dass es jetzt endlich in einem Rutsch durchgeht, bis zur Entscheidung, so oder so. 3-2 Führung, vierter Satz für Boris Becker. Aufschlag Ivan Nendl. Thank you.
Ivan Endel nach jedem ersten Aufschlag nach vorn. 0:15 war ein Volley-Fehler, aber er muss da durch. Seine Chance liegt gegen Becker, nur vorn am Netz, 40:15. Und Becker macht den Punkt. Hervorragend gespielt von beiden. Als Boris Becker den Topball da von Nendl erlaufen konnte und nicht diagonal gespielt hat, wie der Weltranglistenerste das erwartete. Einstand. Zwei Volley-Fehler hintereinander. Zum zweiten Mal in diesem vierten Satz hat Boris Becker einen Breakpunkt gegen den aufschlagenden Ivan Lendl. Rettet sich mit seinem guten ersten Aufschlag. Weiter Breakpunkt Becker in diesem Spiel. Boris Becker macht sich nochmal Selbstmut. Volle Konzentration jetzt nur auf diesen einen einzigen Punkt zunächst. Deuce. Service.
Immer wieder Flugballfehler mit der Vorhand, obwohl er die Vorhand als Grundschlag Lendels stärkster Ball mit ist. Aber wer selbst Tennis spielt, oft ist ja der Rückhandflugball die natürlichere Bewegung, weil man den Schläger schon vor dem Körper hat. Dritter Breakpunkt Becker bei Aufschlag Lendels. Zum dritten Mal wendet er den drohenden Aufschlagverlust ab mit einem gewaltigen ersten Aufschlag. Der wird viel besser als gestern. Vierte Satz für Ivan Lendl, der sich jetzt nur mit seinen sehr guten ersten Aufschlägen noch im Spiel hält. Ganz weit mit viel Spin nach außen. Becker versucht, wenn er die Chance hat, konsequent auf die Vorhand zu retournieren, sodass Lendl die Vorhand als Flugball nehmen muss. Da unterliefen ihm ja die meisten Fehler. Super! Ganz toll gemacht! Siebtes Mal Einstand. Das längste Spiel bisher. Auf den Körper diesmal und da kommt man nicht weg. Und Breakpunkt Nummer 4. Glänzende Returns jetzt in dieser Phase von Becker. Gestern hat er ein Spiel gehabt im dritten Satz beim Stande von 1 beide. Da hat er 5 Breakpunkte gehabt und alle nicht nutzen können. Weit aus dem Feld raus, Boris Becker bei dem Return. Oh! Den probiert er jetzt nochmal trocken, sicher. Boris Becker holt sich den Ball. Ja, hat ganz lange gewartet, sich die Ecke dann aussuchen können mit einem herrlichen Passierball zum 8. Mal Einstand. Zweiter Aufschlag.
advantage Lendl. Und Ivan Lendl schafft drei beide, vier Breakchancen hat Boris Becker gehabt. Dieses Aufschlagspiel von Lendl dauerte fast 13 Minuten. Quiet, please. Team love. Herrlicher Return, ganz früh genommen in der aufsteigenden Phase noch von Ivan Lendl. Schwer zu spielen, 15 beide. Das ist natürlich unangenehm für Boris Becker jetzt mitten, praktisch im Ballwurf, die Unterbrechung. Die Concorde, schnellste Passagiermaschine der Welt. Ball im Aus. 40-15. Game. 4:3 Führung für Boris Becker. Das Spiel ist deutlich besser als gestern, wo beide ja vornehmlich von den Fehlern des Gegners gelebt haben. Boris Becker rückt schön auf nach seinem ersten Aufschlag. Auch der kommt sehr viel häufiger als gestern Abend, wo beide ja große Probleme hatten, sowohl mit dem ersten Aufschlag als auch mit dem zweiten. Eine Reihe von Doppelfehlern. Die Begegnung jetzt auf einer sehr anspruchsvollen Ebene, finde ich. Niveau ganz gut. Viel besser als gestern. Ivan Lendl nimmt sich nicht die Zeit, die er hat, anders als Boris Becker, der sich jetzt sicher noch mal setzen wird. Ja. Wirkt unruhig, fast hastig. In einigen Schlägen auch bei ihm zu erkennen, dass ihm die nötige innere Ruhe fehlt. Vor allem beim Vorhandflugball, mit dem er ja nach wie vor große Probleme hat. Time.
Frage wird sein, ob Boris Becker noch einmal so viel Breakchancen erhält wie im letzten Aufschlagspiel von Lendl. Da waren es 4. Wenn er braucht, dringend einen Break. Beide haben ja noch keinen Aufschlagverlust in diesem vierten Satz, um nicht in den Tiebreak zu müssen. Ganz knapp im Aus. 40-0. 3 Spielbälle für Ivan Lendl. Boris Becker mit seinem Return jetzt im Moment sehr unzufrieden. Zehnter Doppelfehler von Ivan Lendl. Alles gut. Für Lendl ist die Situation im Moment etwas prekär. Er schlägt, wenn Sie mal auf den Schatten schauen, gegen die Sonne auf, muss voll ins Licht schauen. Drei Spielebälle habt ihr gehabt, jetzt Einstand. Super gespielt. Boris Becker, der sich so lang machte, wie er gerade nur konnte, Schwierigkeiten schon hatte, den Volley zu erlaufen, aber dann noch ganz sicher platziert. Für Lendl schwer, sich darauf einzustellen, weil ja auch ein Longline-Ball möglich gewesen wäre. Auch den beherrscht Becker aus der Position ziemlich gut. Einstand. Steffi Graf, die sich schon einige Spiele von Boris angeschaut hat, jetzt aber natürlich bange Minuten des Wartens für sie und der war knapp im Aus. Advantage,
rechts neben Steffi Toni Picard, der Trainer von Stefan Edberg, der natürlich auch letzte Erkenntnisse über den Finalgegner seines Schützlings hier sucht. Jetzt aber. Lendl hat nach wie vor Schwierigkeiten, seine Aufschlagspiele durchzubringen. Aber anders als beim Spiel zum 3:3 hat er im Moment immer mit einem Punkt die Nase vorn. Noch kein Breakpunkt für Boris Becker. Und wieder der Vorhandflugball. Ein relativ einfacher, eigentlich ähnlich wie Becker gestern beim Matchball. Einstand Nummer 4. Lichtverhältnisse wechseln jetzt fast sekündlich. Und den siebten Spielball nutzt Ivan Endel zum 4:4. Ein zorniger Boris Becker, der mit seinen Leistungen bei diesen beiden letzten Aufschlagspielen von Endel nicht zufrieden war, denn da war mehr drin. 3,5 Stunden exakt dauert dieses Match jetzt. Vierter Satz, 4 beide, 2:1 Sätze für Becker. Schön bis nach vorne aufgerückt von Becker. 15-0. Ein Notschlag von Endel, mit dem er fast Erfolg gehabt hätte. Becker hatte beim Aufschlag auf den Körper des Tschechoslowaken gezielt. Oh!
souverän gewinnt der Deutsche in dem vierten Satz seine Aufschlagspiele. Erneut zu 0, 5:4 Führung für Boris Becker. Jetzt wird der Druck für Ivan Hendl natürlich immer größer, denn jetzt muss er seinen Aufschlag durchbringen. Sonst steht Becker im Endspiel und nicht der Tschechoslowak. Boris Becker macht das sehr souverän im Moment, müsste allerdings seine Konterchancen, seine Breakchancen noch etwas besser nutzen. Dann hat er eine gute Chance, zum dritten Mal ins Wimbledon-Endspiel einzuziehen. Ivan Hendl schon wieder auf dem Weg zum Center Court, der sich ja langsam an die Weltspitze hochgearbeitet hat. Kein Wunderkind wie Borg oder wie McEnroe oder wie Boris Becker, der wie ein Tornado in die Weltspitze gefegt ist. Sagt von sich selbst ganz ehrlich, ich bin nicht mit einem solchen Talent gesegnet. Ich habe mir alles hart erarbeiten müssen. Seit September 85 ist er die Nummer 1 in der Welt. Aber seit er da ist, macht es ihm Spaß, noch härter zu arbeiten. Denn die Nummer 1 zu bleiben ist schöner und ein lohnenderes Ziel, als die Nummer 1 zu werden. Viele, zum Beispiel die beiden Schweden, Wieland oder Edberg, sind da gar nicht so ganz wild drauf. Sie spielen ihr bestes Tennis, ob es nun die 1 wird oder nicht, ist ihnen dabei fast egal. 5:4 Becker, vierter Satz, Aufschlag Lendl. Der Ball war im Aus. Boris Becker, der rechts ausgerutscht war bei diesem Return, wäre ohne Chance gewesen. 0:15. Fehler. Obwohl das magische Auge nicht gepfiffen hat. Na, jetzt wird es Diskussion geben. Der Ball war für meine Begriffe deutlich im Aus. Richard Kaufmann sah, dass der Aufschlag noch ganz knapp die Linie berührt hat. Zwei neue entscheidet er. Ah, schwer zu erkennen in der Zeitlupe, ohnehin nicht zu entscheiden. Also, erster Aufschlag, Glenn. Jetzt war er aber aus. Oh, ganz knapp. Richtung hat gestimmt, nur die Länge nicht. 15 beide. Und wieder Volley-Fehler mit der Vorhand. Ganz weit ins Aus. 15:30, jetzt fehlen Boris Becker noch zwei Punkte am Einzug ins Endspiel. Unruhe unter den Zuschauern, die sicher gleich wieder einer beängstigenden Stille weichen wird. Denn jeder spürt jetzt, dass hier die Entscheidung möglicherweise ansteht. Fehler. Zwei Matchbälle für Becker im gesamten Match. Die Matchbälle 4 und 5. 15:40. Ich denke, dass Ivan Hendl jetzt inzwischen gut ein Dutzend solcher relativ leichter Flugball-Vorhänder verschlagen hat. Die beiden Trainer in der Mitte, die Freundin von Ivan Hendl, Samantha Frankel. Das ist er. Nein, Ball im Aus. Oh, oh, oh. 30-40. Auf die Netzkante von dort. Ganz knapp in Seiten aus. 30-40. Der fünfte Matchball.
Fehler. Lendl jetzt unter ungeheurem Druck. 10 Doppelfehler sind ihm schon unterlaufen. Und der Ball ist im Aus. Ja, und da schreit sich Boris Becker seinen ganzen Zorn aus dem Leib, die Enttäuschung. Gestern war er schon so dicht dran. Jetzt wieder 2 Matchbälle nicht genutzt. Es haben wirklich nur die berühmten Zentimeter gefehlt. Jon Tiriak. Und Matchball Nummer 6. Ivan Lendls großer Traum, der einzige, den er sportlich noch hat, einmal Wimbledon zu gewinnen, im Moment in weiter Ferne. Zwei neue. Fehler. Und Becker versucht seine Rückhand zum Laufen, kommt nicht schnell genug vom Ball weg, um die richtige Position zu erreichen. 6. Matchball nicht verwertet. Den hat nur der Netzrichter gehört. Netzaufschlag, Lendl, 2 neue. Out. Ja, das kann man ihm nachfühlen. So dicht vorm Endspiel. 6 Matchbälle insgesamt und nun erstmals in diesem Aufschlagspiel vor der Lendl. Da spielen sich dramatische Szenen ab. Jetzt muss er wieder ruhig werden, sich nur auf den nächsten Punkt konzentrieren. Lendl hat ja seinen Aufschlag noch nicht gewonnen. Und ein glänzender Return, den hätte er vorhin mal gebraucht, als er 3 Matchbälle in diesem Aufschlagspiel hatte, so einstand. Siebter Matchball für Boris Becker nach diesem knallharten Return. Arthur Ashe hat gesagt, der Wimbledon-Sieger 75, das wird das Problem von Lendl sein. Er hat bisher keinem gegenübergestanden in Wimbledon, der so hart schlägt wie er. 2 Trainer zwischen Hoffen und Bangen, Bob Redd und Tony Roach.
war super. Die Idee war super. Ist denn das die Möglichkeit? Vielleicht sollte mal das Netz nachmessen gehen. 91,5 cm in der Mitte, genau ein Yard. 7 Matchbälle. Der Sitz, Matchball Nummer 8. Irgendwann müsste es ja eigentlich mal reichen. Oh, und wie groß der Druck für Ivan Lendl ist. Immer Matchball bei Becker. Wahrscheinlich fragt er sie, was habe ich falsch gemacht. Wünsche mir doch jetzt mal Glück. Jetzt müsste es endlich klappen. Achter Matchball, Boris Becker. Sack zumachen, ruft einer der deutschen Fans. Aber das ist nicht so einfach. Ball auf der Linie. Achter Matchball abgewehrt. Der Krimi von gestern Abend findet seine Fortsetzung im vierten Satz. Riesig gemacht, mit letztem Einsatz beide. Boris Becker, der athletisch stärker geworden ist in den letzten 3 Jahren. Kaum noch zu erreichen. Und dann Lendl, Matchball Nummer 9. Ball springt ins Feld. Gibt Lendl noch eine Chance, mit voller Kraft zu servieren. Wer ist es? Boris Becker steht zum dritten Mal in seiner Karriere im Wimbledon-Endspiel. 85 und 86 hatte er es gewinnen können. Und Ivan Lendl tut mir bei aller Anerkennung und aller Freude über den Sieg des Deutschen etwas leid. Da spielen sich sportliche Tragödien ab. Ein Mann, der so deutlich dominiert hat in der Weltrangliste und der wieder einmal sein großes Ziel nicht erreicht hat. Boris Becker gewinnt 6:4, 6:3, 6:7 und 6:4 dieses Halbfinale gegen Ivan Lendl. Und steht damit im Endspiel gegen Stefan Edberg. Und zum zweiten Mal überhaupt in der langen Geschichte von Wimbledon gibt es 2 Einzelfinals mit deutscher Beteiligung. Das Herrenfinale Becker-Edberg und das Damenfinale, das wir in wenigen Minuten sehen werden zwischen